Leute, willkommen zu einem weiteren Gefecht der Toad War Liga, der Let's Play WG hier in Rom 2. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und dann schauen wir uns heute das nächste Gefecht an. Und zwar vom momentan zweitplatzierten Sven gegen Cookie Monster. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Gefecht hier wird. Wir gehen gleich rein. Heute spielen wir mal wieder die Map Bam Citadel. Endlich mal wieder die Wüsten-Map nach der Wald-Map von diesem Spieltag. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier erstmal rein, schauen uns die Armee an und so weiter und so fort und natürlich auch die Tabelle momentan. Ja, also Sven hat ja gegen Kringor, den momentanen Tabellenspitzenreiter, verloren, hat momentan 22 Punkte. Falls Kringor verlieren sollte, könnte er sich hier wieder mit 3 Punkten den nächsten Sieg holen. Dann hätte er 25 Punkte und wäre dann über Kringor, falls Kringor verlieren sollte an diesem Spieltag. Und Cookie Monster ist momentan Platz 7 und könnte hier mit 3 Punkten auch einiges erreichen, definitiv. Und würde natürlich indirekt auch Kringor irgendwie helfen. So, ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Die zwei Fraktionen von beiden sind bei Cookie, Tylis und Epirus. Tylis hat er schon dreimal gespielt, Epirus jetzt zum 7. Mal. Also da muss noch ein paar Mal jetzt Tylis auch kommen in naher Zukunft, weil wir nähern uns dem 15. Spieltag mit großen Schritten. Und zum zweiten haben wir den Sven mit Sparta und den Sueben. Sueben hat er jetzt 7 Mal schon gespielt und Sparta erst zum 3. Mal. Also er muss hier auf jeden Fall auch noch häufiger Sparta spielen. Aber ich denke, Sparta hat er sich vielleicht auch aufgehoben für später, für jetzt meine ich, für später. Denn die werden ja jetzt immer besser, muss man ja sagen. Ja, von dem her bin ich echt mal gespannt, wie diese Sache hier laufen wird. So, schauen wir uns mal die Armeen an. Wir haben hier zweimal spartanische Klingen. Wie auch immer, zweimal spartanische Named Ones, vielleicht irgendwie so Auserwählte oder sowas in die Richtung. Ja. Dann haben wir hier zwei, dreimal spartanische Pikeniere. Hier drüben nochmal dasselbe wie auf der anderen Flanke. Und ansonsten periökische Speerträger, 4 Einheiten und der General als königliche Spartaner. Genau, wunderbar, also die Einheit schlechthin. Und dann haben wir hier die Armee von Cookie, wie gesagt, Epiros, zweimal Söldner italienische Kavallerie, auch auf der Flanke haben wir hier einmal Söldner italienische Kavallerie. Und ach ja, die Fernkämpfer sind auch ganz interessant hier, dreimal, viermal. Viermal Söldner kretische Bogenschützen, wie auch immer. Söldner Bogenschützen aus Kreta. Hier auf der Gegenseite haben wir fünfmal die Steinschleuderer. In der Reihe dahinter haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal Pikemen. An der rechten Flanke haben wir dreimal, ah ne, einmal epirische Veteranen, einmal Sibunetes, was auch immer das sind, einmal Milizobliten und nochmal auch eine Einheit Speerwerfer, eine Javelin-Man. Hier in der Mitte den General wieder als Pyrrhos Söhne, die kennen wir recht gut mittlerweile, und hier an der rechten linken Flanke würde dasselbe wie auf der rechten Flanke. So, wir haben momentan hier ein ziemliches Feuergefecht, muss man sagen. Das läuft auch ganz ordentlich. Ich finde es halt nur hier witzig, ich verstehe gar nicht so richtig, auf was der Cookie hier schießt, so wirklich. Also irgendwie auf die Hopliten, aber auch irgendwie auf die Bogenschützen. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass die Steinschleuderer hier im direkten Fernkampfduell keine Chance haben, obwohl sie eigentlich eine höhere Reichweite haben als die Bogenschützen von Sven hier. So, hier drüben übrigens noch eine weitere Einheit Söldner-Kavallerie. Es sind also auf jeder Flanke 2 Einheiten davon. Jetzt bleibt es eigentlich nur noch abzuwarten, bis der Anfangsfernkampf vorbei ist und die beiden hier aufeinander zustoßen werden und sich angreifen werden. Aber das wird wahrscheinlich hier noch ein bisschen brauchen. So. Ja, ich denke, wir können das gerade mal so ein bisschen laufen lassen, weil so wahnsinnig interessant ist dieses Schießen jetzt hier gerade auch nicht. Also wir sehen es hier, die Steinschleuderer kaum eine Chance gegen die Bogenschützen. Und auch so sind die Verluste von Sven momentan noch sehr überschaubar.
einen verloren hier vorne und hier vier. Also wirklich nicht so viele in den Spartanerreihen. Und selbst da hinten noch 30 Mann verloren, hier keinen. Ja, hier 55 Mann verloren. Okay, aber trotzdem, also da sind hier die Verluste definitiv schon größer. Selbst wenn wir uns das nur so anschauen, von der Vogelperspektive runter auf das Schlachtfeld. So, jetzt wird es langsam interessant. Wir haben jetzt hier einen Angriff der Pikemen. Die Einheit hier wird schon ziemlich zerschossen. Tut natürlich weh, aber hier, die kommen relativ gut beieinander noch an in diesen Reihen. Vielleicht sollten wir uns hier mal kurz einen Direktvergleich anschauen. Wir haben hier die spartanischen Brigadiere, die bessere Werte haben. Ist nicht arg viel bessere, aber sie haben auf jeden Fall bessere. Und für so einen 1 gegen 1 Kampf hier durchaus auch relevant bessere Werte, muss man ganz klar sagen. Vor allem auch an dieser Flanke, die chaonischen Phalanxen sind auch schon ziemlich niedergeschossen worden. So, hier an den Flanken entbrennt jetzt ein Kampf zwischen allem, was an der linken Flanke bzw. auch an der rechten Flanke hier von den beiden stand, jeweils. Und das ist doch ein ganz wichtiger Kampf auch für dieses Gefecht hier. So, wir haben momentan hier einen Kampf zwischen Javelin Man und den Mercenaries, wie es aussieht, und den Bogenschützen. Wirklich? Ah, ne, doch nicht. Die schießen hier auf die spartanischen Pikeniere. Hätte mich auch gewundert, wenn die so weit kommen. Ja, auch diese eine chaonische Phalanx sehr niedergeschossen schon. So, jetzt versucht er hier vorzurücken mit seinen Javelin Man und einmal hier reinzuwerfen. Und da sieht man gleich, okay, es sterben hier schon ein paar, aber dafür die Einheit stirbt viel, viel schneller gegen die Bogenschützen hier. Also das ist ein ganz, ganz großer Nachteil natürlich von Cookie, dass er einfach die feindlichen Bogenschützen hier nicht tot bekommen hat. Ganz klar. Schauen wir uns mal die andere Seite hier an. Hier auch die Bogenschützen immer noch sehr, sehr tödlich gegen zum Beispiel die Steinschleuderer hier. Jetzt sind die Fernkämpfer eigentlich fast komplett tot, bis auf diese Einheit hier und so ein paar Reste von den Javelin Man. Jetzt kann er sich bald auf gegnerische Nahkampfeinheiten konzentrieren mit seinen Bogenschützen. Der Sven ist natürlich ein großer Vorteil. Hier die zwei Einheiten Kavallerie stehen für meinen Geschmack ein bisschen zu viel rum. Hier drüben gelingt Cookie aber eine Sache, die ganz ordentlich ist, und zwar hier einmal mit der Kavallerie hier die Bogenschützen angegriffen. Das ist natürlich eigentlich ganz wichtig. Blöd nur, dass sie hier nicht weiterkommt und hier vielleicht mal in den Rücken reinreitet. Das wäre natürlich extrem wichtig gewesen. Wichtiger als die Bogenschützen, hier so eine Einheit Piken wegzubekommen. Ihr seht es hier, jetzt schon rot mit dem Beschuss hier und jetzt noch der Kavallerieeinheit im Rücken. Richtig im Rücken, nicht so mit so fünf Reitern hier. Dann wäre das hier wirklich, wirklich gut geworden. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Dann hätte er hier da durchbrechen können, hätte dann mit dieser Pikeneinheit hier vorrücken können. Natürlich, okay, hier steht noch eine weitere Einheit Bladesman, aber trotzdem wäre das sehr, sehr wichtig gewesen. Wir haben auch jetzt hier einen Kavallerieangriff von den Söldnerkavalleristen, aber hier die periökischen Schwerträger haben das aufgehalten. Hier auf die Fernkämpfernangriff lässt sich halt jetzt streiten, ob man sich mit den Fernkämpfern manchmal aufhalten muss oder ob man hier nicht vielleicht doch lieber versucht hätte, irgendwie in den Rücken zu reiten von diesen Spartanern hier. Weil das wäre halt auch eben sehr wichtig gewesen. Dann wären die hier vielleicht geflohen, hätten wir die Kavallerie auch wieder wegreiten lassen können. Je nachdem, wie es halt eben läuft, das lässt sich manchmal auch ein bisschen schwierig kommentieren eigentlich. So, was haben wir hier? Pyrrhus' Söhne im Kampf gegen die Spartaner. Ui, was für ein Gemetzel hier. Zwei Elite-Infanterieeinheiten prallen hier aufeinander. Die epyrischen Truppen bekommen Unterstützung durch diese Speerwerfer hier. Das ist natürlich ein cooler Kampf hier. Wir schauen uns mal kurz die Werte an von beiden. Okay, also die Spartaner hier leicht überlegene Werte, wobei Charge-Bonus ist schon um einiges besser, aber um das geht es ja nicht unbedingt. Aber Melee-Defense 96 zu 72 ist natürlich schon ausschlaggebend. Also die hier durchaus besser, die Named Ones, aber so werden sie natürlich jetzt hier ziemlich auseinandergenommen, muss man sagen. Durch den Beschuss, durch diese Javelin-Man, genau. Aber dann muss man halt irgendwann auch mal die Kurve kriegen und sagen, jetzt werfe ich da nicht mehr rein, weil sonst töte ich mehr von meinen eigenen Leuten.
Aber die Einheit ist doch recht schnell hier gestorben. Es tut natürlich echt weh, aber jetzt tötet er auch ein paar von seinen eigenen, glaube ich. Vor allem jetzt, oh, jetzt kommen hier periodische Schwerträger und schon fliehen die gerade noch so, naja, einigermaßen heldenhaften Javelin Man, beziehungsweise heldenhaft Speere werfen, irgendwo rein ist das heldenhaft eher weniger. So, jetzt wird's witzig. Jetzt zieht er sich hier zurück. Ich denke, man erkennt jetzt schon, was Cookie Monster hier plant. Das sagen irgendwo mit Dreieck mal wieder. Die Einheit hat es leider nicht so schnell rausgeschafft. Und jetzt wird es halt blöd für die hier. Ja, gerade kann er noch dagegen halten. Es könnten rein theoretisch diese Truppen hier vorstoßen, dann kriegt ihr ein Problem. Jetzt rennt er hier vor. Das macht er eigentlich was, das nicht ganz regelkonform ist. Nämlich durchrennen. Ist eigentlich durch feindliche Einheiten durchrennen, ist eigentlich nicht regelkonform. Aber da das jetzt nicht so wahnsinnig viel am Ergebnis dieser Schlacht ändert, ist nicht so wild. Vor allem zieht er hier auch nicht ganz durch, sondern er verkackt es eher noch. Wie man hier sieht, er hat jetzt gerade schon 30 Mann verloren oder so. Also die verrecken hier ganz schön ordentlich. Uiuiui. Boah, fies. Richtig viele böse Kills hier gerade. Also jetzt zieht er sie weiter zurück, aber die kommen wahrscheinlich eh nicht mehr an. Also von dem her ist dieser Regelverstoß jetzt nicht so wild. War eher doof für ihn, so hätte er vielleicht noch ein paar mehr Leute töten können, aber so war das natürlich nichts. Jetzt verreckt die Einheit noch vollends, genau, noch 40 Mann, jetzt sind sie weg. Pyrrhus' Söhne ziehen sich hier jetzt zurück. In dieses kleine Dreieck. Ist echt ein bisschen klein, hätte vielleicht ein bisschen größer sein können, durchaus. Ja. Kommen wir wieder in so eine kurze Phase, da können wir ruhig mal ein bisschen vorspulen, weil ja, meiner Meinung nach passiert jetzt nicht mehr so viel. Also jetzt sammelt sich hier Sven, da macht er das, zelebriert er für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr. Also jetzt kann er sich hier erstmal ganz gemütlich drumrum aufstellen. Macht er Sven hier auch. Aber wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu sehr zelebriert. Jetzt rennt er rein. Ich weiß auch nicht, ich finde so Pikenkämpfe jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant, weil da stirbt irgendwie alle paar Schalt hier immer einer. Eigentlich sind es irgendwie doch mehr, als man denkt, aber pff, keine Ahnung. Hier alle möglichen Fähigkeiten von Pyrrhus übrigens, also beziehungsweise von seinem General rein. So, jetzt zelebriert es hier ein bisschen hier, dass sie jetzt ein bisschen voll kalkuliert mit dem Vorbeilaufen. So, und man sieht hier klar, ein Charge hier von allen Seiten und die Sache wäre erledigt, ganz klar. Worauf ich vielleicht doch noch kurz eingehen möchte, ist hier eine Sache, die jetzt dann gleich folgen wird eigentlich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und zwar, das geht relativ schnell, da bin ich mal gespannt jetzt gerade. Jetzt zieht er sich hier zurück, nimmt hier den Dingsmodus raus, den Peak-Modus, greift hier alles an und dann kann natürlich jetzt hier der Sven mit seinen Truppen reinstürmen, ganz klar. Jetzt zieht er sich wieder rum, also das sind Piken, die sollten wir eigentlich in der Pikenformation lassen. Natürlich, klar, ein Sieg für Cookie war hier jetzt aussichtslos, aber man kann ja trotzdem nochmal alles hoffen, dass man vielleicht irgendwie noch auf den Pyrrhus-Sieg kommt. Das halte ich jetzt hier vielleicht auch für relativ unwahrscheinlich, aber so allgemein, ja, wäre es schon möglich. Was kann man zu diesem Gefecht sagen? Ich würde sagen, es war ein eindeutiger, klarer Sieg von Sven. Er hatte 5 Einheiten weniger, aber trotzdem eindeutiger Sieg hier. Die Bogenschützen von ihm haben hier einen guten Job gemacht, haben vor allem die feindlichen Fernkämpfer rausgenommen aus der Schlacht. Und auch ansonsten war es eigentlich echt ordentlich hier. Hier, das war diese Einheit mit den 45 Kills, war die, wo wahrscheinlich so zersäbelt wurde, beziehungsweise zerschossen wurde. Aber ansonsten durchweg eigentlich ganz ordentlich, oder sie haben eigentlich schon ziemlich viele Leute gekillt dafür, dass sie fast keinen oder gar keinen verloren haben. Manche Einheiten ist erstaunlich hier. Also wirklich eindrucksvolles Gefecht. Hier zeigt Sven, was er kann in diesem Gefecht hier. Muss man ganz klar so sagen. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal noch den Verlust-Tötungskoeffizienten an. Aber davor noch ein Satz zu Cookies Armee vielleicht. Ja klar, die Fernkämpfer waren jetzt so, naja, waren vielleicht auch wieder ein bisschen zu viele Fernkämpfer.
Und da hätte man vielleicht ein bisschen noch auf andere Truppen setzen müssen. Ansonsten, die Kavallerie war nicht gut eingesetzt, muss man sagen. Also da hätte man mit Sicherheit auch ein bisschen mehr rausholen können. So, jetzt schauen wir uns mal den Verlust-Tötungskoeffizienten an. Also wir haben bei Sven einen von 0,2618 und bei Cookie von 0,7382. Man könnte auch meinen, er wäre besser ausgefallen, aber tatsächlich, das ist er. Bisher der Beste vom Spieltag. Ja, mal gucken, ob sich da noch dran was ändert. Also, dann hoffe ich, dass es euch heute wieder gefallen hat. Um 16 Uhr wieder Third Age Total War und natürlich morgen dann wieder dasselbe. 15 Uhr Liga, 16 Uhr Third Age und ich weiß gar nicht, Ziff kommt morgen. Glaube nicht. Nee, kommt morgen nicht. Genau. Aber vielleicht irgendwann mal die Tage endlich mal Schlacht um Mittelerde, wenn ich dann endlich mal das Thumbnail habe. Ja, also dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.